Willkommen zurück bei Minecraft Multiplayer mit dem Mund-Nasen und der Navoka. Hi. Hallo. Boah, ich sorge aber auch immer für Abwechslung in den Ansagen, ne? schon krass, ja. Das war jetzt nicht so begeistert. Okay, Entschuldigung. Nee, ich wollte auch jetzt gar nicht mehr. Ich bin auch langsam nicht mehr begeistert. Nach 3 Folgen jetzt am Stück mit euch. Da schwindet die Lust sehr schnell. Was? Hast du denn jetzt noch Holz gehabt, Nauge? Ja, ein bisschen. Warte, ich guck mal. 23 Holz. Also Eichenholz. Normales Holz, ja? Also. Ja. Eiche. Aber ich hab dir Birkenholz schon mal wieder in die Kiste getan. Nee, hast du auch noch Holz rustikal? Also ganz normal Standardholz? Ohne Bretter? Nein. Ich brauch normales Holz. Soll ich dir was mitbringen? Wenn wir noch was haben, ja. Also am besten wäre Eiche. Einfach nur die Eichenblöcke. Wie heißt denn das eigentlich? Eichenholz. Ach, ich habe selber noch. Ach, komm. Ich brauche dich nicht. Was? Was für ein Lob. Eh nichts mehr in der Truhe. Du kannst auch gleich sagen, ja, lock dich doch aus. Na, so schlimm ist es nicht. Sagt er jetzt. Vier, ne? Ja, vier. Also das brauche ich dir nichts mitbringen. Nein, danke. Oh. Denn nicht. Lass mal wieder schön Zug fahren. So, wie läuft Projekt Leuchtturm? Läuft eigentlich gut. Doch, ja. Die Dame des Hauses ist gerade am Wolle organisieren. Ja, erstmal ein bisschen. Ganz kleines bisschen was geholt. Doch, die Treppe ist ja inzwischen richtig schnieke geworden. Ja. Schnieke. Ja. Sneaker. Dufte, würde ich sagen. Dufte und Töfte? Ja. Knorke. Ja, genau, Knorke. Genau. Das ist... Verdammt. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Passt du nicht, passt schon. Ich bin quasi über mein Ziel hinausgeschossen, als ich gesprungen bin. Nach der letzten Nacht darfst du fast alles. Ist schon wieder soweit, ja? Da ist man wieder mal kurz AFK gewesen. Ei, ei, ei. Wie die Karnickel. Natürlich, also nicht umsonst Hase. Ja, du kannst es ruhig ja sagen, ist wunderbar, ist doch. Dezentes Räuspern. Sehr dezent. Oh. Nee, das ist so nicht gut. Oh, jetzt habe ich die Lore noch im Inventar. Das war keine Absicht. Ist ja nun auch keine Pflicht, die in die Kiste zu tun, ne? Also ist das so. Könnten wir aber einführen. Einfach nur, weil ich das gerade nicht gemacht habe. Willst du mich ärgern? Natürlich. Das merke ich mir aber. Machst du das? Man könnte tatsächlich, wenn man sich das hier so bei mir anguckt, schon verwirrt sein, was ich hier vorhabe. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Mhm. So, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe schon wieder keine Wolle mehr. Traumhaft. Aber weiße hast du doch noch, oder? Weißer habe ich noch, ja. Das hätte mich auch gewundert.
Birkenholz habe ich noch in der Truhe, ne? Ja. Gut, gut, gut. Also Bretter. Ja, die brauche ich dann auch in dem Fall. Kann dir auch noch mehr besorgen, wenn du möchtest. Ich muss ja, ich habe einen Fehler bei der Treppe gemacht. Ich habe es eins zu früh angefangen zu bauen. Schade. Scheiße. Arg. Aber das macht jetzt nichts. Das passt schon. Wenn jemand hinguckt, sieht man den Fehler nicht. Wenn jemand hinguckt? Wenn niemand hinguckt, sieht man den Fehler nicht. Achso. Birkenholz. Nein, fehlt mir jetzt echt ein Block. Weiß noch einer von euch, wie man Bilderrahmen macht? Wolle und Holz? Nee, das ist... Ich meine nur Rahmen, ne? Also ich meine jetzt nicht Bilder, ich meine nur Rahmen. Achso, nur Rahmen. Mit Leder, glaube ich. Echt? Ja, ich meine, das war mit Leder dann. Also so ein Rahmen, wo du was reintun kannst, ne? Ja. Ich meine echt, das war mit Leder. Oh, dann wäre das... Ach, obwohl, wir haben jede Menge Leder, ne? Einiges, ja. Soll ich was mitbringen? Ich bin eh jetzt auf dem Weg ins Dorf. Ja, das wäre cool. Ich kann da mal nebenbei kurz gucken, ob das denn wirklich mit Leder war. Ja. In der Zeit gucke ich mal so zum Leuchtturm. Vielleicht sieht man da ab und zu den Hasen. Ey, komm lieber nicht gucken. Ah ja, da bist du. Okay, alles klar. Willst du spannern? Ja. Er ist ein Spanner. Ich würde gerne sagen, er ist ein Spinner, aber da habe ich auch wieder recht. Yep, ist mit Leder. Ein Leder oder wie viel brauchst du dann? Ich brauche einen ganzen Haufen Leder. Okay. Kann ich mir mal einen abledern? Oh. was für ein tolles Wortspiel. Ja, man tut, was man kann, ne? Ja. Wenn du es drauf hast, hast du es nicht drin. Muhaha. Das hört sich logisch an. Habt ihr schon Reifen gewechselt? Nee, ich trage mein Pirelli immer noch. Ich habe tatsächlich. Ich muss auch noch. Pirellis. Ich meine, jetzt zeige ich nicht den Pneu so und für sich, aber egal. Beziehungsweise ich habe Allwetterreifen, glaube ich. Wechselst du die selber? Oder fährst du in eine Werkstatt? Nein, mein Bruder macht das für mich. Ah, okay. Er kann das. Und ich habe gar kein Auto, ey. Ist der immer noch kaputt? Nee, ich werde es verkaufen. Okay. Oha. Kommt da was Neues? Ja, ein Abo für die Bahn. Boah, dann hast du ja noch einen krasseren Arbeitsweg, oder? Nee, dasselbe wie immer. Ich fahre jetzt schon 5 Monate mit der Bahn. Ach so, das wusste ich nicht. Aber es dauert ja auch jetzt, also es dauert ja verdammt lange, oder? Es dauert seine Zeit, ja. Aber es dauert doch mit dem Auto auch lange, oder? Ja, es sind beide Wege sind 100 Kilometer, also... Ach ja, was tut man nicht alles für die Arbeit, ne? Ja. Nabucca! Ja? Birkenholz! Oh, hier ist auch welches. Ja. Bruno! Ich wollte gerade sagen, hast du das alles schon verbraucht? Ja, ich habe jetzt also die Bretter sind alle weg, jetzt habe ich aber noch das Rohholz gefunden. Und ich meine, ihr braucht das ja doch nicht mehr, um den Leuchtturm zu bauen, ne? Nee. Einmal kurz die Schafe scheren. Darf ich mir vielleicht noch 3 Eisen klauen? Gleich? Nö. Oh. Natürlich, der erste. Hallo. Dankeschön.
Du kannst nehmen, was du willst. Das ist alles gemeinschaftlich. Okay. Also breche ich in fremde Häuser ein und nehme mir alles, was ich kriegen kann. Kannst ja auch eine Dia-Spitzhacke machen. Nö, ich habe noch zwei Spitzhacken mindestens hier so. Auch verzaubert. Weil ich dachte jetzt drei Eisen, dass du dir eine Spitzhacke machen willst. Nee, ich wollte eine neue Axt machen. Von wegen Holz holen und so. Ach ja, eine Axt kann man ja auch noch bauen. Das hat Ja, man. sowas gibt Cool. es. Da kommt meine scharfe Frist. Also ich muss sagen, die weißen Schafe haben irgendwie mehr Bock auf Wolle. Wenn du noch da bist, bringst du ein bisschen Kohle noch mit. Nee, Krieg hat ja Kohle, ne? Du hast ja gesagt, du hast ja Kohle gefunden. Ich habe, glaube ich, eh grundsätzlich immer welche dabei. Bin echt enttäuscht von den roten Schafen. Warum das? Auch wenn man. Die sind immer noch nackig. Wenn man eine verzauberte Spitzhacke mit einer normalen Spitzhacke versucht zu reparieren, dann geht ja die Verzauberung flöten. Ja. Dankeschön, Spatzi. Bitteschön, Hasi. Nennt er mich einfach Hasi. Wenn ich mal nicht da bin, ne? Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie schmutzig. Ja, hier wollte ich gar nicht hin. Kann ich aber trotzdem die Tür wieder zumachen? Hast du? Ach nee, hast du wahrscheinlich eh nicht. Was denn? Eichenholz, normal. Nee, aber ich könnte hier einen Baum fällen und ein paar Setzlinge mitnehmen. Brauchst du Bretter oder Holz? Holz. Ich hätte Bretter für dich, aber das passt doch. Eichenholz. Nee, Holz habe ich nicht. Ich habe kein Holz vor der Hütte. Holz. Holz. Das wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn du Holz vor der Hütte hättest. Hallo, ich bin fett. Ich habe immer Holz vor der Hütte. Sonst hätte ich gedacht, übernimmt den Part einfach Nawoka. Ja, die hat Holz vor der Hütte. Immerhin, ne? Was heißt da immerhin? Wäre schlimm, wenn nicht, ne? Ja, genau. Also, naja, schlimm wäre es ja nicht wirklich, es wäre halt einfach blöde, weil, naja. Und schön. Oh, das würde ich jetzt auch so nicht sagen. Also, es gibt auch Frauentyp, die sind mit wenig Holz ganz hübsch. Dachte, wir sprechen von gar nicht. Ganz oder gar nicht. Ja. Nee, gar nicht ist immer scheiße. Ja, da weiß ich im Dunkeln nicht, wo vorne und wo hinten ist, wa? Ja, alles klar. Ja, kommst dir vor, als wenn du da auf dem Typ rumhüpfst. Du, ich Vielleicht. hoffe nie, dass du mit einem fetten Nick nie was anfängst. Was? Warum sollte ich denn mit einem Fetten was anfangen? So ganz Ja, ehrlich. weil der hart müsste. Ach so. Okay. Du sprachst gerade ein wenig in Rätseln. Ich war ein bisschen verdutzt. Wusste jetzt nicht, warum ich. Oder ob ich irgendwie eine Andeutung gemacht habe, dass ich gerne mal mit einem Fetten was machen würde, oder. So, die Treppe steht für den Turm. Das ist ein Turm hoch. Oben für den Turm, also ich weiß nicht, ob ihr da schon eine Idee habt, Nein, vor der ansonsten Turm. hätte ich eine. Aus diesen Riegen zwischen roter und weißer Wolle macht er dann irgendwann so zwei oder drei Reihen Glas, ne? Und dann oben eine kleine Kuppel drauf. Und in dem Glas, in der Glaskuppel ist dann halt Glowstone drin, ne? Echt? Ja.
Ja, ich dachte, eine Leuchtmaschine kommt rein mit Glowstones. Lieber Freund. Kann man in der ganz normalen Version nicht auch so eine Schaltung machen, dass man wirklich das im Kreis drehen kann und so? Mit Meinst du, was Sicherheit. geht? Ja, Freak, jetzt hast du was zu tun für das nächste. Nee, ich bin absolut nicht so der Redstone-Freund. Du sollst nicht der Freund sein, aber du bist doch der Intelligente von uns. Danke, aber nee. Nee. Nee, also Redstone, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Okay. Du sollst uns ja nur sagen, wie es funktioniert. Du sollst es ja nicht machen. Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich bin da echt so ein bisschen irgendwie mal geht's nicht. Mann, ich krieg eine Macke hier. Ich habe viel zu viel im Inventar. Soll ich denn noch alles wegwerfen? Also mit Hasenschlachten hat es ja funktioniert. Warum soll es jetzt da nicht auch noch funktionieren? Ist mir das immer noch übel? Nö. Aber wenn ich die sehe, hau ich die einen in die Fresse. Habe ich was verpasst irgendwie? Mein Ja, so nicht so ein. Oster-Special. Ja. Ach, es gab ein Oster-Special. Ich habe ihn nicht gesehen. Entschuldigung. Guckt sich ja nicht unsere Fragen an, weiß nicht, wie weit das wir sind. War Sagt sie nicht sowieso, mal mir was? ich war sowieso jetzt die letzten 2 Wochen total hinterm Mond irgendwie. Ja, du warst bei deinen Eltern. Huhahaha. Naja, Bei meinen gut. Eltern und in der Uni und all so ein Scheiß hier, ne? Ich werde das Ganze mal jetzt unterbinden und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Dö-dö. Tschüss!